Herper ist im vergangenen Jahr, liebe Zuschauer, in die Luft gegangen. Und ich wollte einfach mal Daniel Stiegler bei der heutigen Messe nachfragen, ob das immer noch so ist. Ja, es ist in Teilen immer noch so, aber eben vom Boden bis ganz nach oben. Eigentlich gibt es eine Geschichte fortzusetzen. Wir haben letztes Jahr angefangen mit dem Liebherr Raupenkran LR 1600. Das ist also so ein großes Ding, mit dem diese Windkraftanlagen dann letzten Endes auch montiert werden. Und diese Geschichte setzen wir fort. Wir haben das ganze Jahr über immer wieder kleine Transporteinheiten veröffentlicht und jetzt können wir auf der Spielwarenmesse eben das erste Mal den kompletten Kran in der ersten Ausbaustufe präsentieren. Das wird sicherlich auch die Fans freuen, die werden auch sicherlich lange darauf gewartet haben, dass nun dieses wunderschöne lange Teil in voller Größe zu haben ist. Das ist die eine Neuheit und dann haben Sie natürlich noch was ganz Besonderes für die Anlagen, für Autoliebhaber, die mit den vier Ringen. Die mit den vier Ringen gibt es momentan noch nichts, aber wir haben die mit dem Stern. Wir finden, vier Ringen ist auch schon wieder was in Planung. Wir machen ja ständig irgendwelche Modelle neu für die IAA oder auch für andere, wie ein Geld für Automobilsalon, wo dann was Neues erscheint. Momentan haben wir den Stern ganz vorne. Das ist die neue C-Klasse, die wir schon mit Mercedes zusammen konstruiert haben, in Zusammenarbeit. Also genau nach den Originalplänen auch dieses Fahrzeug gemacht worden. Und das können wir jetzt präsentieren. Und das wird es in den Neuheiten für Mai und Juni geben. So, und das Autohaus, was machen wir mit dem? Das mit dem, da packen wir dann die Sachen mit den vier Ringen rein. Die gibt es momentan noch nicht in den Neuheiten, ist aber schon mal eine Preview hier auf der Spielwarenmesse. Das Autohaus ist auch eine Zusammenarbeit mit Audi. Wir haben die Pläne bekommen für ein Autohaus, wie es Audi gerade immer, wenn es ein neues Autohaus gibt von Audi, baut. Wird es das Audi Autohaus jetzt auch im Maßstab 1:87 geben. Genau nach den Plänen mit Deckel zum Abnehmen, wo man dann die Modelle auch reinstellen kann, mit Innenleben das Ganze als Fertigmodell, was sicherlich auch auf der Modelleisenbahn oder für den Dioramenbau gut aussieht. Also getreu dem Motto, Technik durch Vorsprung oder Vorsprung durch Technik. Vorsprung durch Technik, bitte. Wir sagen Vorsprung durch Technik. Sie haben dieses Autohaus umgesetzt, ja. Es ist da und wie gesagt, die Liebhaber dann dieses Jahr sicherlich noch zu haben. Dieses Jahr noch zu haben, es wird wahrscheinlich für die Neuheiten im Juli, August kommen. Dann sind wir natürlich noch ein bisschen auf der klassischen Schiene. Sie haben ja auch wunderschöne Modelle vom Barkas bzw. vom Framo da. Und was Motorradfans, die eine MZ gefahren haben, früher auch sehr freuen wird. Richtig, die MZ gibt es im Maßstab 1:87. Das ist ein bisschen so die Fortsetzung unserer Schwalbe und der Vespa, die wir vor ein paar Jahren im Maßstab 1:87 veröffentlicht haben. Die MZ mit Beiwagen. Im Maßstab 1:120 für die TT-Freunde gibt es den Framo und den Barkas. Damit erweitern wir auch diese Serie. Das haben wir ja schon öfter mal versprochen, dass wir das machen. Und da wird auch weiterhin was kommen, genauso wie im Maßstab N immer mal wieder in zwangloser Reihenfolge was kommen wird. Dann sind uns noch was aufgefallen für die Modellbahner, diese Schwerlasteinheit, die also gefahren werden kann, dieser Transportwagen bzw. die Postfahrzeuge. Und da hatten sie auch noch witzigerweise kleine Postzellen da vorgestellt, die es leider Gottes nicht mehr gibt. Es ist so, dass das Herpa ja ursprünglich mal aus dem Modelleisenbahn-Zubehörbereich kommt. Sie kennen vielleicht, die eine oder andere kennt noch die Gebäude, kennt noch die Sträucher, wo Herpa drauf war. Wir haben gesagt, manchmal knüpfen wir auch ein bisschen damit an noch. Diese Telefonzellen sind so die Telefonzellen der 70er Jahre. Die gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber gerade diese 60er, 70er Jahre sind auch für die Modelleisenbahner ein ganz, ganz großes Thema und deswegen auch die Modelltelefonzellen in diesem Look noch damals. Also für die Freunde des Maßstab 1:87 sicherlich eine gute Bereicherung. Ja, auf jeden Fall. Dann bleiben wir bei meinem Fahrzeugbereich. Sie haben sich den Schweden zugewandt, da gibt es den Volvo. Der Volvo wurde auch schon in Zusammenarbeit mit Volvo im Maßstab 1:87 jetzt umgesetzt. Erscheint in der Neuheit in verschiedenen Varianten von verschiedenen Speditionen. Er ist jetzt die erste Fahrerhausvariante, es wird noch eine zweite kommen. Und dementsprechend ist dann auch Volvo wieder aktuell, nachdem jetzt Mercedes ja eine neue Zugmaschine veröffentlicht hatte mit dem Actros und MAN, ist jetzt eben auch Volvo mit an der Reihe. Genauso Scania haben wir ja auch eine neue Zugmaschine präsentiert. Rufen denn die Hersteller bei Ihnen an und sagen, ich möchte auch wieder mal ein Modell haben? Ja, das passiert schon auch immer mal wieder. Also grundsätzlich gibt es Partner, die also schon jetzt anrufen und sagen, ja, in 2 Jahren oder in 3 Jahren wird es ein neues Modell geben. Wann wollen wir uns mal zusammensetzen und uns angucken? Und dann schauen wir schon, dass wir mit dem Hersteller exakt dann dieses Modell aufgrund seiner Pläne, die ihr teilweise jetzt noch nicht ganz weiß, wie es aussehen wird, dann schon parallel mitentwickeln. Das ist ein großer Vertrauensvorstoß, aber wir haben ihn Gott sei Dank aufgrund der langen Zusammenarbeit mit den Herstellern. Also ist das Signal an die
Freunde des Modellbaus zu sagen, Herber hat auf alle Fälle die Fahrzeuge, die der Zukunft sind, schon im Programm und im Visier. Im Programm noch nicht, aber wir haben sie schon mal im Visier, wissen ungefähr, was kommt und nach und nach werden sie auch wieder erscheinen. Okay, dann haben wir noch in der letzten Vitrine gesehen, diese Kranteile, beziehungsweise ja, eine ganze Serie eigentlich. Es ist eine ganze Serie, es ist eigentlich die Serie, die wir zur Spielwarenmesse angefangen haben letztes Jahr. Da haben wir die Kranteile, die einzelnen, für diesen Liebherr Raupenkran als Serie veröffentlicht. Wir haben angefangen mit den Raupen, dann haben wir weitergemacht mit dem Mittelteil bis hin zu den Gittermastteilen. Und so konnte man also mit verschiedenen Sattelzügen jetzt diesen Kran sich nach und nach kaufen, entweder für die Vitrine oder auch so, dass man ihn am Schluss zusammenbauen kann. Diese Serie schließen wir jetzt so langsam ab und parallel dazu kann man eben den Kran auch komplett kaufen. Die abschließende Frage wie immer, wann ist das alles zu haben? Hoffentlich noch dieses Jahr? Ja, das sind die Neuheiten für Mai und Juni. Der Kran wird ein bisschen später kommen, auch das Autohaus. Wie gesagt, für das haben wir jetzt gerade, weil es ein Preview ist, noch keinen Termin. Das Autohaus wird wahrscheinlich im Herbst kommen, der Kran, wie gesagt, irgendwann im Sommer und im Herbst. Lieber Daniel Stieger, vielen Dank für die Ein- und Ausblicke bei Herber. Wir wünschen Ihnen Erfolg, viel Erfolg bei der Messe und auf ein neues im nächsten Jahr. Danke. Sehr gerne.